0815barbecue.com präsentiert. Süße Soja-Ingwer-Spare-Ribs gibt's heute. Hallo zusammen, heute gibt's Ribs. Für dieses Rezept habe ich 3 strenge Schälrippen gekauft. Sie sind etwa 1,5 Kilo, so wie sie da liegen. Das erste, was man machen muss, ist die Membran abpitteln. Dafür nimmt man am besten einen spitzen Gegenstand, wie zum Beispiel eine Rouladennadel oder hier etwas, womit man unter diese Membran fährt. Und da sieht man sie auch schon, wenn man sie einmal hat, kann man sie eigentlich in einem runterziehen. Das ist ein bisschen fisselig, aber das solltet ihr auf jeden Fall tun. Klebt ganz schön. Da ist noch ein Stückchen übrig geblieben, das ziehen wir auch ab. Dadurch kann das Fleisch die Marinade besser aufnehmen. Jetzt habe ich das hier schon mal gemacht für alle, erspare ich euch die Aktion dreimal. Danach muss das Fleisch mariniert werden. Heute benutzen wir keinen Trockenrub, keine Trockengewürzmischung, sondern wir benutzen eine Marinade. Die exakten Mengenangaben für die Marinade findet ihr in der Videobeschreibung oder auf meinem Blog 0815barbecue.com. In die Marinade kommt zu gleichen Teilen brauner Zucker, Cola, Ketchup und Sojasauce, frischer Ingwer und frischen Knoblauch, den man einfach zerdrückt oder klein hackt. Die Ribs sollten komplett mit der Marinade in Berührung kommen, notfalls ein bisschen vermengen und dann unter Alufolie ca. 3 Stunden in den Kühlschrank wandern. Das sieht auch schon ganz gut aus. Nach etwa 1,5 Stunden nehme ich die nochmal aus dem Kühlschrank raus und tausche bei den Ribs nochmal die Plätze, damit überall Marinade ankommt. Und dann auf zum Grill. Es tut den Ribs eigentlich ganz gut, wenn sie noch mal 1/2 Stunde draußen stehen bleiben, bevor sie auf den Grill kommen, damit sie keine Kühlschranktemperatur mehr haben. Und jetzt trenne ich die Ribs einfach von der Marinade. Die Marinade nicht wegschmeißen, die brauchen wir später noch wieder. In der Zwischenzeit habe ich einen Anzündkamin vorbereitet. Der ist nur ungefähr halb voll. Wir sehen das hier, ich habe ein paar Kohlen so eingefüllt und schmeiße nun den Anzündkamin drüber. Und rechts daneben seht ihr eine Schale mit Wasser, die Ribs werden indirekt gegrillt. Kurz noch einmal durchziehen lassen und wenn die durchgezogen sind, kann man die Ribs auflegen. Der Grill hat jetzt ungefähr eine Temperatur von 120 Grad, 110, 120 Grad, die sollte man auch versuchen konstant zu halten, damit die Ribs schön zart werden. Ich lege die auf und die müssen in dieser Grillphase 2 Stunden lang indirekt grillen. Nach etwa 1,5 Stunden sieht das Ganze so aus. Ich drehe die dann einmal, um zu zeigen, was für eine tolle Farbe sie schon haben. Und danach bepinsel ich die einfach einmal mit der Marinade ein. Sieht schon ganz gut aus. Und dann 1/2 Stunde weiter grillen. Jetzt sind die 2 Stunden vorbei. Man sieht, wie sie in der Sonne glänzen. Ein herrlicher Tag war das. Jetzt wieder dick einpinseln. Vorher bereitet man sich am besten ein paar Streifen Alufolie vor, weil diese dann komplett eingepinselt in Alufolie eingepackt werden und dann weiter gegrillt werden. Der Grill hat immer noch eine Temperatur von 130 Grad, glaube ich, waren es. Hat er sich gut eingependelt, ohne Probleme. Ich habe hin und wieder ein paar einzelne
Briketts nachgelegt, damit er durchhält. Jetzt das Ganze in Alufolie packen. Reflektiert ganz schön. Beim nächsten Mal filme ich andersrum. Und auch wieder dick einpinseln. Jetzt weiß man auch, warum man so viel Marinade braucht. Wenn man die fertig eingepinselt hat, muss man diese luftdicht einpacken, zumachen und müssen noch 2 Stunden weiter gegrillt werden. So, das ist der letzte. Die Temperatur in dieser Grillphase bleibt unverändert. Der Grill hatte sich, wie gesagt, ich glaube, eingependelt auf 130 Grad. Und nach 2 Stunden gucken wir uns das Ergebnis an, wie sie geworden sind. Auch hier luftig verpacken und hier nehmen wir einen raus. Qualmt ganz schön. Oh, tolle Farbe. Versuchen wir mal ein Stück abzureißen. Huch, habe ich den Knochen alleine. Ich glaube, die sind gut. Man könnte die jetzt auch noch etwas weiter grillen, nochmal bepinseln und direkt noch etwas weiter grillen. Ich habe hier aufgehört. Sieht toll aus. Sehr lecker. Ich schneide auch gleich nochmal ein Stück ab. Könnt ihr das riechen? Riecht gut. So, einmal vor die Kamera. Ganz zart. Leckere Marinade. Sehr süß. Es gibt noch zahlreiche andere Variationen von Ribs. Die werde ich demnächst auch mal auf meinem Blog zeigen. Wenn du Lust hast, guck einfach mal rein. 0815barbecue.com. Hier noch ein Tellerbild. Lecker war's. Alles Gute, Gruß Markus.